Alles andere als schlecht. Pferde hinter dem Wagen. Sweden Cup 2013. Alle acht am Wagen mit Schwung. David Sisu, aber das hat ein Johnny Tuckter natürlich alles im Griff. Der Wagen beschleunigt und auf geht's. Traveling Man natürlich sofort an der Spitze von Startplatz 1. Aber da kommt Monster Drive und führt vor. Monster Drive außen, Traveling Man innen. Das gibt gleich mal den harten Kampf hier um das Kommando, den zunächst Traveling Man für sich entscheidet. An der Innenseite ist Owens Club in der dritten Position auszumachen. Hat hier also die Ideallage hinter dem Piloten gefunden. Und dahinter ist Up and Quick. Up and Quick von Startplatz 7. Viel besser ins Rennen gekommen als im Vorlauf. Der orientiert sich gleich in die zweite Spur, in den Rücken von Monster Drive. Und so geht es in die Schlussrunde mit Traveling Man innen. Der Favorit an der Spitze, und da hat sich dann aber Up and Quick doch schnell wieder verabschiedet aus der zweiten Spur. 1, 5 und 2, das sind die ersten drei. Dahinter geht Up and Quick auf dem dritten Platz. Fünfter ist David Sisu vor Bagley. Am Ende des Feldes geht Strong Boy hinter Look MP. Das wird ein weiter Weg für Strong Boy. Und vorne wird weiter Druck gemacht gegen Traveling Man von Monster Drive. Dahinter ging Gubelini in die Außenspur mit Owens Club. Dicht dabei ist Up and Quick, dann David Sisu, Bagley. Und innen kommt Look MP. Durch alle wählen sie die zweite Spur. Und plötzlich ist innen die Tür offen. Und er stößt hier vor bis auf die vierte Position. Es geht in die Zielgerade. Monster Drive hat ausgespielt. Traveling Man versucht wegzukommen von den Pferden. Aber da setzt Owens Club nach. Gubelini ist zur Stelle. Untersteiner oder Gubelini, Traveling Man oder Owens Club. Owens Club ist der ran und vorbei. Und außen kommt Up and Quick. Up and Quick. Jetzt hat er den Speed, den man kennt von ihm. Owens Club, Up and Quick fliegt heran. Aber Owens Club rettet sich ins Ziel. Owens Club, wie ist der denn unterschätzt worden? Gewinnt den Vorlauf und zahlt hier wieder zehnfaches Geld. Pietro Gubelini hat alles richtig gemacht. Aber das hat auch Örjan Schierström mit Up and Quick. Das war der wahre Up and Quick. Der brauchte die erste Meile im Vorlauf zum Warmlaufen. Und dann war er da. Hätte fast gewonnen. Kommt da ganz außen gewaltig auf Touren. Wie auch Bagley herangeflogen kommt. Aber für den reicht es nur in Anführungsstrichen zum vierten Platz. Dritter dürfte Look MP gewesen sein. Was für ein Finale, da ist Owens Club ja schon fast überlegen gewesen Mitte der Geraden und dann fliegt er Up and Quick heran und schafft es nicht mehr ganz, aber ein Rennen, denke ich, das hier allen Wünschen gerecht geworden ist. Ein spannendes Rennen, ein tolles Finale und ich sagte es, der Favorit Traveling Man für 1,60, 1,70 durfte der nun wirklich nicht ins Rennen gehen. Das war dann doch ein bisschen viel für ihn. Hat ja auch unterwegs ein bisschen Druck bekommen. Zum Schluss keine Chance gehabt, die anderen zu halten. Die 2 vor der 7 und der 8. Und dahinter ehrenvoller Vierter. Bagley, der einmal mehr seinen großartigen Speed gezeigt hat. Tja, ob es das schon mal gegeben hat, können wir nicht feststellen. Aber dass ein Vorlaufsieger im Finale gewinnt und über 10:1 zahlt, kann mir nicht vorstellen, dass das in einem Achterfeld schon mal passiert ist. Da werden sich die italienischen Fans aber noch lange daran erinnern, an diese Occasion. Da lag das Geld wirklich mal auf der Straße, wenn man denn diesem Gespann von Haus aus
Vertrauen geschenkt hat. Und das war ja dann auch völlig zurecht. Pietro Gubelini gewinnt den Schweden Cup 2013 mit Owens Club.